Herzlich willkommen bei einer Mod-Vorstellung. Hier gibt es mal wieder einen ganz besonderen Klassiker für euch und zwar von Same, den Samelaser 150. Ja, der Mod ist ursprünglich aus dem LS13 vom Beaver Modding, wurde konvertiert von Epic Prider Mods. Funktionen sind im Prinzip Standardfunktionen, er soll auch waschbare Reifen haben. Was als erstes auffällt, ist mir sofort klar geworden, okay, dieser Typ hat auch den Deutz DX90, den ich vorgestellt habe, konvertiert, weil wir hier sehen, das sind dieselben Reifen, anscheinend, wie gesagt, Hinterreifen, man sieht es eigentlich auch, man sieht es wirklich, dass die Stollen anders sind, also ich glaube auch, hier sind die falschen Reifen verbaut, Felgen nicht so toll, oh, aber dafür haben wir hier mal ein sehr schönes Logo von Laser, Mann, das sieht echt gut aus. Da kann man überhaupt nichts sagen. Heckbereich, wie schon gesagt, die Felgen sind dieselben. Aber, wie gesagt, ja. Das sind halt dieselben positiven und negativen Sachen wie beim Deutz. Aber wir haben hier überall sehr schöne hochauflösende Same-Logos. Das ist immerhin was Erfreuliches. Schöne neue Arbeitsscheinwerfer. Wir sehen innen eine aufgeräumte Innenansicht. Im Heckbereich passt auch alles. Und hier noch das Logo von Same. Vorne auch Arbeitsscheinwerfer, sehr saubere Texturen. Das Gewicht vorne dran. Und auch hier wirklich bei der Beschriftung, Bezeichnung, sehr gute Texturen. Also auf jeden Fall wirkt mir dieses Teil besser als der Deutz DX90. Was mir sehr negativ auffällt, ist, dass der, vielleicht täuscht es jetzt auch, aber wenn man den von vorne anguckt und auch von der Seite, fällt einem auf, dass der nach hinten knickt. Das heißt, auch der Reifen passt hier überhaupt nicht rein. Der müsste eigentlich weiter hinten stehen oder generell passen die Kotflügel nicht. Eins der beiden Sachen passt nicht, dass der eben nach hinten geneigt ist. Vorne ist er höher als hinten und das soll eigentlich überhaupt nicht sein. Sieht lustig ein bisschen aus, es fällt nicht so stark auf, aber normalerweise sollte man das sehen. Wenn man ein geschulter LS-Zocker ist, im Mods-Ordner finden wir den dann unter Traktoren relativ weit hinten. Oh, ganz zum Schluss. Immerhin haben wir ein schönes Bild, das Logo passt auch. Der Preis ist wieder traumhaft, 15.150 PS Leistung, 95 Euro Unterhaltskosten. Die Lok ist fehlerfrei. Das ist mal was Positives. Steigen wir mal ein, würde ich sagen. Ja, ansonsten funktionieren die restlichen Funktionen. Zumindest, dass man ihn anschalten kann. Ich muss mal hier den Sound ein bisschen lauter machen. Ja, hört sich nach Standard-Sound an, knackig, passt. Ansonsten Lenkung eigentlich in Ordnung. Maximalgeschwindigkeit 60 km/h, ernsthaft? Oh mein Gott, der fährt wirklich 60. Also das hätte ich gewusst, wenn dieser Same nicht damals 60 gefahren wäre. Innenansicht ist sehr schön aufgeräumt, da kann man jetzt mal wirklich nichts sagen. Zwar keine beweglichen Elemente, dafür Top-Texturen. Hier die Ganghebel, restliche Sachen, Schiebe, hier ist nochmal Steuerschieber oder sonstige Sachen, sind alle ganz gut sichtbar. Ja, jetzt kommen wir zu den Funktionen. Wir haben mit der Taste X die Möglichkeit hier, dieses Heck Seitenfenster zu öffnen. Das sieht auch wirklich ganz schön aus. Ebenso ist es möglich, mit der Taste 8 hier hinten, Keypad 8, die Heckscheibe zu öffnen. Ich muss sagen, diese Animation sieht ganz gut aus, geht ein bisschen schnell, aber alles in Ordnung. Mit der Taste 9 können wir dann auch das Dachfenster aufmachen, wo wir auch nur gerade so raussehen. Also wie gesagt, Innenansicht finde ich sehr aufgeräumt, die Perspektive passt, eigentlich ist hier alles in Ordnung. Taste 0 ist dann auch, dass die linke und die rechte Tür gleichzeitig aufgehen, überschneiden sich also die Tastenbelegungen. Finde ich persönlich nicht so schlimm. Ja, keine Spiegel verbaut, das ist schade. Ebenfalls sind natürlich auch Rundumleuchten hier verbaut. Blinker und jetzt, was jetzt ein bisschen spannender wird, wie sehen die Scheinwerfer aus, die Lichter? Aber die sehen, so wie ich das beurteilen kann, ganz ordentlich aus. Ich würde letztendlich 4 Sterne für das Modell geben.
Der Rest passt sehr gut. Das Einzige, was nicht passt... Nein, sorry, 3 Sterne, bin ich verrückt. 3 Sterne geben. Die Eigenschaften sind besser als die vom Deutz. Allerdings muss ich sagen, haut das dann mit der Bewertung nicht ganz hin. Wenn der Deutz von mir 4 Sterne kriegt, müsste der eigentlich auch 4 kriegen, mindestens. Aber eigentlich sehe ich an, dass der Deutz gerade mal 3 verdient hat. Dann würde ich ja dem hier noch 3,5 geben. Was halt hier noch schlechter ist als beim Deutz, einfach, dass die Achse nicht passt, dass man hinten niedriger ist als vorne. Das passt überhaupt nicht. Das sieht einfach nur doof aus. Und das ist eigentlich was einem auch fallen sollte. So würde ich den Mod niemals releasen. Und wie gesagt, dass die Reifen hier auch nicht passen, sollte man ebenfalls sehen. Original kann das sicher nicht sein. Wie gesagt, tolle Texturen, tolle Eigenschaften hier, hat man toll umgebaut, toll umgesetzt, aber die Kernfunktionen stimmen nicht und das ist halt das Problem. Ich hoffe, man wird noch eine weitere Version davon machen. Schönes Gerät an sich ist es auf jeden Fall. Ich hoffe, wir sehen dann noch mehr davon. Das war's von mir, macht's gut. Tschüss.